Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Clauli und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich war bei Action shoppen, denn nach einem Arztbesuch habe ich das Bedürfnis gehabt, einfach so ein bisschen runterzukommen. Ja, und das hilft tatsächlich mir meistens. Ich hatte auch einen Plan, ich hatte so ein paar Probleme, die ich gelöst haben wollte und bin halt mit diesen Gedanken durch den Action gegangen. Genau. Und auch das ein oder andere, was ich so oder so kaufen wollte, stand auch auf meiner Kopf-Einkaufsliste. Und ja, das präsentiere ich euch in diesem Video. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich dich herzlich einladen, das zu tun. Hier findest du vor allem Beauty-Content. Das ist so, wofür mein Herz schlägt und sollte dein Herz auch dafür schlagen, bist du herzlich eingeladen, einmal auf den Abo-Button zu klicken und mich einfach bei meiner Beauty-Reise zu begleiten. Ich würde mich mega drüber freuen. Ich würde sagen, ich starte jetzt aber einfach mal mit so ein paar großen Sachen, dass ich die jetzt einfach auch mal so ein bisschen hier vom Tisch runterkriege, weil es ist viel. Genau, ich habe hier einmal einen Organizer. Genau, ich habe nämlich mir überlegt, dass ich bei meinem kleinen Sohn im Schrank ein bisschen für Ordnung sorgen möchte und mich da einfach das ein oder andere nervt. Klar, bei seiner Kleidung arbeite ich da eigentlich schon sehr, sehr organisiert, um das mal so zu sagen. Aber wenn es halt so um diese Fisseligkeiten geht oder so kleine Sachen, die halt nur für bestimmte Dinge wie Nasensauger oder so, ne, gebraucht werden, dann kommen eben Ordnungsboxen ins Spiel. Und diese klassischen aus Plastik oder so fand ich irgendwie nicht so ansehnlich, deswegen wollte ich halt solche haben. Und genau, das ist so ein Set, das besteht aus einem ganz großen Korb, dann haben wir einen mittleren und zwei ganz kleine und ich finde das ganz hübsch und das kommt auch gleich bei ihm ins Zimmer, also gleich ist gut jetzt nicht, wir haben es 22:30 abends, der schläft und genau, dann kann ich da auf jeden Fall mal so ein bisschen für Ordnung sorgen. Was mir dabei auch helfen könnte, ist das hier. Genau, das sind Schubladen, die man normalerweise so hinstellt und genau, weil der Schrank ist sehr tief, sodass wir dann auch wirklich hinten auch die Bereiche nutzen können, denn Julius ist noch relativ klein, ne? Da können sie jetzt nicht die Klamotten schon direkt in seinen Kleiderschrank reinräumen. Die sind jetzt eigentlich alle noch in der Wickelkommode und in dem Kleiderschrank sind dann halt auch so Pflegeprodukte und so weiter drin. Und dann kommt das noch relativ weit hinten und dann kann man da halt auch so Sachen reinpacken, die man vielleicht jetzt nicht dringend greifbar haben muss. Ich fand das ganz schön, passt auch von der Größe her relativ gut zusammen. Mein innerer Monk weint dann doch ein bisschen, weil das nicht ganz gleich breit ist. Nicht ganz, aber fast. Nun, der Wille war da. Und weil ich noch so einen weiteren Rabauken hier in diesem Haushalt habe, nämlich unseren Hund Sammy, ja, habe ich dann noch zwei neue Bankauflagen gekauft. Das ist also für die Bank draußen, weil Sammy legt sich da ganz gerne drauf. Sammy ist kein kleiner Hund, aber der rollt sich komplett auf ein so ein Kissen zusammen. Und da der natürlich vorher sich jetzt nicht unbedingt die Pfoten sauber gemacht hat und vielleicht auch vorher im Dreck gewühlt hat, sehen die Sachen auch dementsprechend aus, kommen immer wieder auch in die Waschmaschine. Aber ich glaube, nach gut 8 Jahren ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man das mal austauscht. Und ja, genau, da haben wir jetzt diese hier und die anderen sind nämlich schon ziemlich löchrig, um ehrlich zu sein. Und die waren jetzt auch nicht super teuer und dementsprechend ist es dann auch nicht so schlimm, wenn die mal irgendwann nicht mehr sind, um das mal so zu sagen. Ne? So, dann habe ich jetzt hier so ein Riesending. Da habe ich mich nämlich von Alina auch ein bisschen anfangs fixen lassen, von Frühlingsrolina. Die macht sowas ja quasi, wenn sie ihr Haus aufräumt, dass sie dann immer in eine große Box immer alles rein packt, was quasi nicht in das Zimmer gehört, in dem sie gerade ist. Finde ich so schlau und das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, da haben wir wirklich einiges, ne? Und das könnte ich hier auch ganz gut in Angriff nehmen. Oder ich nehme es halt quasi als Hauspostbox, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein Haul mache oder sonst irgendwas, dass ich das immer hier so reinräume und damit runternehme. Weil das ist auch ganz praktisch. Du kannst, das habe ich im Laden nämlich ausprobiert, theoretisch das auch einfach so mit einer Hand tragen. Das ist wirklich eine easy Geschichte. Das ist eigentlich ein für Kleidung, ne? So ein, wie nennt sich das? Wäschekorb. Etwas, wo ich bei Action grundsätzlich sehr schwach werde, ist Lebensmittel. Ja, also wir wohnen in der Nähe der holländischen Grenze und wir haben auch tatsächlich ja, immer diese auf Wochenmärkten diese großen Stände mit Süßigkeiten oder auch mit Backwaren, sodass man da auch so ein bisschen was von dem Vibe mitbekommt. Und ich habe auch eine Zeit lang in Holland quasi gearbeitet, dass ich dann da quasi Grenzgänger war, ne? Und da dann immer zur
zum Hauptsitz auch gefahren bin. Auf jeden Fall, Strohwaffeln sind halt volle Elle. Das Ding von meinem Freund, und das wird er auch sehr mit Freude entgegennehmen, denke ich mal, kriegt er immer. Wenn ich bei Action war, dann gebe ich ihm immer die Strohwaffeln, dann freut er sich und diese Packung ist sehr schnell vernichtet. Dann habe ich auch noch gefunden, Bebeto Wacky Sticks. Das sind einfach so Schnüre, die einfach quietschesüß sind. So ein bisschen wie Picoballa oder wie die heißen, ne? Ganz lecker. Auch immer mitkommt diese Soft Nougat, das liebe ich. Und so eine Packung, die atme ich ein. Die finde ich so unglaublich lecker. Wir haben ab und an mal Besuch hier. Eigentlich relativ regelmäßig. Und dann ist es ganz schön, wenn man irgendwas da hat. Ich bin keine Backqueen, deswegen gibt es dann sowas. Unser Besuch findet das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Und genau, weil die eigentlich eher für Julius da sind und weniger für mich. Und dann hat man da einfach irgendwie so ein bisschen Snacks stehen, dass die dann auch ein bisschen sowas für zwischendurch einfach mal haben. Und ja, dann hat man so kleine Muffins. Das finde ich ganz cool. Bald ist Muttertag und meine Schwiegermutter liebt Quality Street. Und da habe ich letztens mit meiner Schwägerin drüber gesprochen, dass es die irgendwie auch gar nicht mehr irgendwo zu kaufen gibt. Im Action gibt es die auf jeden Fall noch. Und ich finde, dass das auch zu einem bezahlbaren Preis dort ist, ne? Und ja, meine Schwiegermutter in Spee ist es ja quasi, liebt die Teile. Deswegen, damit macht mein Freund ihr definitiv eine Freude. Dann habe ich ja auch noch von Chio die mitgenommen, einfach weil es Käsechips sind und weil da ein Hashtag drauf ist. Keine Ahnung. Manchmal muss das Ganze halt nicht wirklich einen großen Sinn haben, aber es hat mich einfach packaging-technisch sehr angesprochen. Dann habe ich hier lachen müssen, als ich die gesehen habe und musste sie deswegen natürlich auch mitnehmen. Das sind diese ganz klassischen Fudges. Ja, die sind Kalorienbomben, da wollen wir gar nicht drüber reden, ne? Aber die sind auch irre lecker, ne? Und da muss man sich immer wieder zügeln, wenn man da welche von isst. Am besten macht man das so, dass man schon im Vorfeld sich so ein paar rausnimmt, in eine Schale packt und nur die dann isst, weil ansonsten isst man die ganze Tüte auf. Die sind so unglaublich lecker. Auch für Besuch habe ich dann die hier geholt, die Salted Caramel Taste Biscuits. Oh mein Gott, ich mag sowas ja auch richtig gerne. Ja, musste natürlich auch in zwei Varianten mit, also habe ich auch noch die in der Color Biscuit Reihe mitgenommen, natürlich. Und das sind auch einzelne, ne? Die sind nicht einzeln verpackt, sondern es sind ganz normal Kekse da drin. Die sind einzeln verpackt. Sowas ist aber ganz schön als Snack zwischendurch. Mein Freund mag die auch sehr, sehr gerne. Die Tortinas Cocoa Coated. Also ja, im Prinzip sind das so kleine Törtchen, ne? Und finde ich ganz süß. Schmecken ganz süß. Und vor allem lecker. Was ich aber eigentlich aus der Food-Abteilung haben wollte, ist diese Soße. Die gibt es jetzt in einer anderen Verpackung, die Garlic-Soße. Ja, Soße. Und ich glaube, die war vorher in so einer mit einem schwarzen Deckel. Ne? Ich habe die super gerne, wenn wir Pizza bestellen, dass ich meine Pizza da rein dippe. Das ist ein bisschen sehr, sehr spacey, sehr, sehr abgefahren. Aber probiert das mal. Das ist unheimlich lecker. Vor allem, wenn das halt so eine vegetarische Pizza irgendwie mit Brokkoli oder so ist. Ohne Flachs. Wenn ich mir eine Pizza bestelle, ist da wirklich alles Mögliche an Gemüse und so drauf, ne? Also Brokkoli und Mais und alles Mögliche. Keine Ahnung, Paprika, bla. Und Ei. Oh, Ei mit drauf. Richtig geil. Und dann Soße Hollandaise und dann diese Soße und dann rein. Ich bestelle mir immer extra eine kleine, weil ich ganz genau weiß, wie viel Kalorien ich da noch extra drauf packe. Aber ich finde es richtig lecker. Ist einfach so, ne? So, dann habe ich mir auch noch die Yummy-Soße mitgenommen. Die kannst du halt zu allem Möglichen immer mal wieder essen. Oder wenn man sich zu Hause so Sandwiches macht, das ist immer eine ganz schöne Sache, ne? Ja, ja. Foodtechnisch eskaliere ich immer etwas. Ich habe ja eben was davon erzählt, dass wir hier einen Beauty-Kanal haben. So ein bisschen Beauty habe ich auch hier. Das habe ich schon ausgepackt, weil ich habe eben schon mal gedreht, aber leider ohne Ton. Ich habe vergessen, das Mikro anzumachen. Das war voll schlau, ne? Ja, sie macht das hier ganz professionell, ich sag's euch. Genau, ich habe mir so Sponges mitgenommen. Die sahen in der Verpackung schon so ansprechend aus und die fühlen sich auch sehr, sehr gut an. Die müssen gleich auf jeden Fall mal noch vorher gewaschen werden, bevor ich die verwende. Ich mache das ja ganz normal im Wäschenetz, ne? Und dann mit in die Waschmaschine und dann den Trockner ganz entspannt. Und ich fand das auch süß. Hier steht Joy drauf und Smile und ein Herzchen. Das ist einfach sympathisch. Und sowas habe ich gerne in meinem Gesicht. Genauso wie auch so diese Abschminkpads. Die Verpackung davon habe ich eben schon verstaut, um das mal so zu sagen. Die waren in so einem Netz drin, genau. Und ich habe ja meine eigenen Netze dafür. Und genau,
Ja, das sind halt so wiederverwendbare Pads. Das ist aber ganz gut, dass ich die jetzt aus der Verpackung genommen habe, um euch die zu zeigen. Dann seht ihr nämlich auch, wie die sich so anfühlen könnten. Ihr seht, wie die sich anfühlen könnten, genau. Also wir haben eigentlich auch eine relativ weiche Kante, aber wir haben eine Kante. Das ist für mich immer so ein kleines Kriterium, sage ich mal, wenn ich solche Pads in die Hand nehme. Die Kante darf nicht pieksen, die darf nicht kratzen, weil es kann ja durchaus sein, dass ich mich auch mal so am unteren Augenbereich abschminken möchte. Ne? Wenn ich zum Beispiel Panda-Augen wegmache mit sowas. Und dann darf das nicht pieksen. Das muss sehr, sehr freundlich sein. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich im Action war, wusste ich halt noch nicht, dass ein Paket zu mir auf die Reise ist mit Reisegrößen von Kaimana. Ich habe mir nämlich so ein Travel-Set gekauft, wo ich quasi Abfüllung reinmachen kann, wobei ich hier in die Töpfchen auch ganz gut meine Cremes abfüllen kann. Ne? Das zum Beispiel meine wundervollen Dalton-Cremes und genau, dass ich da halt nicht die komplett große Creme mitnehmen muss und so. Wobei ich jetzt bei dem Kreta-Trip schon weiß, dass da das ein oder andere auf dem Zimmer stehen wird, also dass ich da nichts mitnehmen muss. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, nach Berlin, dieses Jahr wahrscheinlich zweimal, Mädelstrip oder so, ne? Dann habe ich hier auf jeden Fall die Möglichkeit, mir meine Produkte, die ich sowieso in Anwendung habe, abzufüllen. Und das ist für mich persönlich auch immer sehr wichtig, weil wenn ich dann jetzt einfach so switchen würde auf eine Reisegröße für Skincare, ne, dann wird meine Haut das nicht so gut mitmachen. Also das ist immer alles mit vorsichtig machen bei mir, ne? Und dementsprechend ist es ganz gut, dass ich dann jetzt so meine Pöttchen habe. Und dann habe ich mir auch noch mitgenommen Augenpads von Garnier Skin Active mit einer 500.000 präbiotischen Fraktionen. Keine Ahnung. Augenpads werden gemacht, werden verwendet und ich weiß, dass die gut sind, weil das sind so ganz hauchdünne und die halten richtig gut, die geben richtig schön Feuchtigkeit. Also die von Garnier mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und genau. Sowas verwende ich gerne morgens und sowas verwende ich gerne abends, wenn ich dann halt so einen Spot habe, den ich weghaben möchte, ein kleines Pickelchen oder so, dann mache ich mir lieber sowas drauf, als dass ich da anfange dann rumzudrücken. Und hier ist jetzt tatsächlich Salicylsäure drin, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man auch am nächsten Tag Lichtschutzfaktor verwendet, damit die Haut jetzt nicht zu sehr von der Sonne angegriffen werden kann. Was ich mir auch gekauft habe, und das befindet sich in diesem kleinen Säckchen, sind Tuchmasken. Denn ich möchte meine Maskenwoche wieder ein bisschen aufleben lassen, sodass ich mir jetzt mal 7 Masken gekauft habe, die ich dann quasi in einem Video, also alle zusammen in einem Video, ne, für euch zusammen testen werde. Und da habe ich einfach so verschiedene. Das wird dann in dem Video nochmal intensiver behandelt werden, wo ich gedacht habe, dass es vielleicht Masken sind, die auch jetzt nicht unbedingt nur kurz im Sortiment sind, sondern vielleicht auch länger da sind, sodass ich jetzt nicht direkt das Video drehen müsste, sondern vielleicht es einfach demnächst machen kann. So im Sommerloch oder so vor den Adventskalendern noch. Und das waren rein. Und ja, genau. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, einfach so ein bisschen dieses Oldschool wieder aufleben zu lassen, denn ich habe das damals so unheimlich gerne gemacht. Was ich mir auch geholt habe, sind hier diese Handschuhe, Gartenhandschuhe, denn ich bin gerne im Garten und da muss Unkraut gezupft werden immer mal wieder und die sind jetzt nicht von höchster Qualität oder so, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil so super krass robust müssen die nicht sein, wenn ich jetzt Unkraut zupfe. Ne? So krassen Boden haben wir nicht, auch wenn der sehr, sehr lehmig ist. Ja, die Größe M habe ich hier mitgenommen. Ich habe ja M oder L, mein Freund halt auch. Ne? Aber die habe ich so ein bisschen anprobiert, das hat schon funktioniert. Dann mache ich jetzt was für Sammy, genau. Habe ich jetzt 2 Näpfe, beziehungsweise 3 mitgenommen. Der andere steht schon da hinten und ist mit Wasser befüllt. Das sind diese hier, haben wir draußen stehen, haben wir hier in meinem YouTube-Zimmer stehen. Ich wollte eigentlich nur 2 mitnehmen, aber ich habe wohl noch einen dritten irgendwie dazwischen gehabt. Ist dann halt so. Dann habe ich hier so ein Zehrspielzeug gekauft. Da habe ich eine Idee gehabt. Zum einen, ja gut, Sammy ist jetzt nicht so einer, der jetzt alles mega zerschreddert oder so. Der ist da eigentlich relativ entspannt. Aber ich habe mir halt so vorgestellt, Julius kann jetzt seit gestern eigentlich, richtig laufen. Alleine. Und ja, genau. Und da habe ich mir halt vorgestellt, dass Sammy und Julius dann durch den Garten gehen und dann beide dieses Spielzeug haben, wobei Sammy sehr vorsichtig ist. Ne? Und dann haben sie halt beide die Möglichkeit, das irgendwie auch vernünftig zu greifen, ohne sich da irgendwie zu ärgern. Ne? Und so ist das, glaube ich, ganz gut. Es ist sehr robust, sehr, sehr robust. Ich glaube, da werden alle ihre Freude mit haben. Dann habe ich auch für Sammy mitgenommen so einen Napfgedönsen. Das ist relativ klein oder sieht relativ klein aus. Was aber nicht schlimm ist, weil Sammy jetzt nicht so der Hund ist, der ganz, ganz viel Mengen an Futter immer zu sich nimmt. Also
Das ist wirklich zum Abendbrot eine halbe Dose oder so. Dann über den Tag hat er immer mal wieder ein bisschen Trockenfutter, was er sich dann halt isst, ne? Und nachts isst er auch ein bisschen Trockenfutter. Aber es sind keine großen Mengen, so wie man das ja zum Beispiel bei einem Golden Retriever kennt. Die haben ja zum Beispiel auch kein Sättigungsgefühl, glaube ich. Oder Labrador war das? Weiß ich gar nicht. Da hat man ja auch wirklich immer etwas größere Näpfe, weil dann halt in eins die ganze Portion reingepfiffen wird. Das ist bei Sammy ja nicht der Fall. Also der macht das halt wirklich, dass er sich immer eh nur ein bisschen rausnimmt. Und da habe ich mir gedacht, dass das eine ganz gute Geschichte sein könnte, weil die aktuelle Futterstation auch einfach nicht mehr so schön aussieht und ich das einfach hübsch fand. Und das ist jetzt in so einem hübschen Babyblau und dann habe ich mir gedacht, einfach mal was Neues für Sammy ist jetzt auch nicht verkehrt. Die Näpfe sehen auch ein bisschen edler aus. Die aktuellen Näpfe sehen auch nicht mehr so schön aus. Dementsprechend, ja, war das so meine Idee dahinter, dass ich dem kleinen Mann einfach mal was Gutes tue. Der liegt hier neben mir um 20 vor 11 und pennt. Dann habe ich diesen Becher mal mitgenommen. Von Nubi ist das. Mein Freund sagte, dass das eigentlich wohl eine ganz gute Marke ist. Ich persönlich finde, der fühlt sich relativ leicht an. Mal gucken, weil Julius halt aktuell auch ganz gerne aus diesen Bechern halt trinkt. Aus diesen trinkleeren Bechern und halt nicht mehr mit Schnabel oder so dran, ne? Und auch nicht mit Strohhalm oder so. Und deswegen habe ich das hier mal mitgenommen. Ja. Auch für den ganz kleinen Mann in diesem Haus habe ich diese Flasche mitgenommen. Denn mein Freund schneidet ihm die Haare. Macht er sehr gut. Ich kann es gar nicht. Ich habe es einmal so richtig verhauen. Und da hat er sich halt immer irgendwelche Wassersprühflaschen aus der Vorratskammer genommen. Und jetzt habe ich hier eine extra nur für Julius und Schatzi, dass die dann auch quasi ihren Friseurbesuch richtig zelebrieren können. Fand ich ganz cool, ne? Die ist nämlich auch ein bisschen leichter als das, was Schatzi da sonst immer genommen hatte. Ist für ihn dann auch angenehmer. Dann habe ich auch so einen Würfel für Julius mitgenommen. Ich habe mir gedacht, das könnte ganz gut sein, ne? Der, wie gesagt, ist jetzt gerade sehr mobil unterwegs. Da gebe ich ihm auch immer gerne wieder neue Anreize und so. Und auch immer wieder, ne, dass man dann auch, keine Ahnung, einen Großteil der Spielzeuge einfach mal wegpackt und dann immer wieder nur so das ein oder andere dahinstellt, dass es dann auch wieder neuer wird. Aber das ein oder andere darf dann auch mal wieder neu hinzugefügt werden. Und ja, so ein Würfel. Finde ich eigentlich ganz cool. Kann er, glaube ich, auch besser greifen als einen großen Ball. Mittlerweile ist es noch nicht ganz so, ne? Also draußen ist ein Fußball, aber den kriegt er noch nicht so gehoben oder angepackt mit einer Hand. Und genau, da habe ich mir gedacht, so ein Würfel macht ihn wahrscheinlich glücklich. Dann habe ich einen Spannbecklaken mitgenommen, weil das Dunkelblaue, was wir aktuell in Anwendung haben, ist nicht nur relativ alt und dementsprechend auch nicht mehr ganz so nice, sehr verwaschen, sondern halt auch. Wie soll ich das sagen? Das ist, glaube ich, von IKEA gewesen. Das ist so super ausgeleiert, dass wenn mein Freund sich dreht, dass er im Prinzip das halbe Laken dann immer so unter sich drunter herzieht. Ne? Das macht er ja nicht mit Absicht oder so. Aber dann liege ich dann irgendwann da und habe einfach meine halbe Matratze ohne Laken. Das finde ich total blöd. Und ja, deswegen, das musste einfach sein, dass ich da einfach mal Neues mitnehme. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich dann auch schon vorab gesehen hatte, dass sie halt solche Laken aktuell im Angebot hatten. Bei Maxim habe ich gesehen, dass dieser Damp Duster total super sein soll. Scrub Daddy werde ich ausprobieren, sowohl als Staubmagnet, ne, als auch irgendwie mal so als nasses Produkt. Also das kannst du dir für verschiedene Sachen nehmen. Traps and Holds Dust steht hier auch tatsächlich. Genau, also dass du es im Haushalt verwenden kannst, in der Küche, im Außenbereich, im Badezimmer. Muss ich mal gucken, wo das dann am besten seinen Einsatz findet. Ist sehr, sehr fluffig. Und dann habe ich etwas mitgenommen, was ich azyklisch kaufen wollte. Kaminanzünder, ne? Denn ja, jetzt gerade macht man den Kamin ja nicht unbedingt an, aber im Herbst wieder. Und da habe ich mir gedacht, das kostet doch jetzt sicherlich weniger, als wenn ich das im Herbst kaufe. Bis mir später eingefallen ist, Claudi, ganz ehrlich, das benutzen andere Leute auch zum Kaminanzünden, also zum Grillanzünden. Was heißt eigentlich, ist da Wohlsaison für? Nun, das war so meine kleine Idee dazu, aber ich glaube, dass es das auch relativ günstig war. Deswegen durfte das mit. Und ich meine nämlich, als ich letztens aufgeräumt habe, gesehen zu haben, dass unsere Kaminanzünder auch schon relativ leer sind. Dann habe ich noch ein bisschen was zum Putzen mitgenommen und oh mein Gott, das riecht so gut. Ich habe da eben dran geschnuppert, Leute. Ajax, das ist so zum Wischen. Und wir haben ja sehr, 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 sehr viele Fliesen bei uns. Das heißt, bei uns wird auch viel gewischt und das riecht unheimlich gut. Floral, aber nicht aufdringlich. Als würde sie hier ein Parfum beschreiben. Ich mag das und ich finde, Ajax hat auch einen ganz, ganz tollen, überhaupt nicht kopfschmerzigen Duft, sondern es riecht immer super sauber, wenn man das halt so verwendet. Ne? Das mega gut. Also ich lieb's. Und ich hatte da auch schon verschiedene andere Duftrichtungen und das hier finde ich richtig toll, das
Ich persönlich bin kein Fan vom Pink Stuff, weil der mir einfach nicht genug reinigt und halt auch nicht den Kalk richtig gut entfernt. Der hier wohl, der geht richtig steil und das finde ich richtig gut. Also entweder der von Sagrotan oder der von Antikal mit Sagrotan zum Beispiel, kann man das ja auch kombiniert kaufen. Ne? Das sind so unsere Liebsten und das ist Ozeanfrische und das ist großartig. Ja, und das war jetzt mein letztes Produkt. Ich schaue mich schnell um. Ja, aus dem Action Haul. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Produkt ihr immer bei Action nachkauft, wenn ihr dorthin geht. Was so eure Strohwaffeln sind, sage ich jetzt mal. Und ja, das würde mich echt interessieren. Ich, wie gesagt, bin da schon in manchen Dingen immer so, dass ich halt genau weiß, was ich haben möchte. Aber man guckt ja schon nach links und rechts. Und wenn ich dann weiß, was so die Favoriten der Community sind, wäre es ja super interessant, auch mal zu wissen, wie die so bei mir funktionieren würden. Hm? Ich fand's echt cool. Und ja, dann wäre es das hier gewesen, ihr Lieben. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Oh, knack. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.